Tja, und wir versuchen noch weiter das zu entwirren, was da tatsächlich das Parlament uns heute geliefert hat, aber was eigentlich ja auch das Thema des Brexit ist. Graham Lucas, welche Optionen gibt es denn jetzt eigentlich noch? Ja, also ich denke, man muss zunächst einmal konstatieren, dass es ein weiterer Versuch gewesen ist, des Parlaments mit neuen Mehrheiten zu finden. Und wir werden am Mittwoch nochmal einen Versuch erleben. Also es ist noch nicht das Ende dieser Entwicklung. Die Zeit ist extrem knapp, aber die Parlamentarier ringen miteinander, mit ihren eigenen Meinungen. Wir haben einen dramatischen Rücktritt aus der konservativen Fraktion von Nick Bowles erlebt. Unbestätigten Meldungen zufolge wird er sich diese Independent Group anschließen, bestehend aus 7 ehemaligen Labour-Abgeordneten und 3 ehemaligen konservativen Abgeordneten. Jetzt wird diese kleine Bande sozusagen gestärkt mit einem neuen Abgeordneten. Das heißt, wir erleben auch, wie die Parteien an den Randen sozusagen ausfranzen. Also Brexit läuft quer durch diese beiden großen Volksparteien. Und im Moment sieht es immer mehr aus, als ob sie es nicht mit lange aushalten. Und dann guckt man auf die Meinungsumfragen und man sieht, das Volk hält es nicht mehr lange aus. Also die Menschen, die für den Austritt sind, werden immer extremer. Sie gehen jetzt zu 70% für No Deal. Auf der anderen Seite sagt eine ziemlich große Gruppe inzwischen, wir würden vielleicht alle für diese neue unabhängige Gruppe stimmen. Und man weiß wirklich nicht, was dieser Wahlausgang sein würde, wenn es dazu kommt. Wenn es Neuwahlen geben würde. Neuwahlen gibt. Es ist eine hochriskante Geschichte für alle Akteure, sowohl für Theresa May, wenn sie überhaupt den Wahlkampf anführen durfte, und auch für Jeremy Corbyn, der vielleicht es doch nicht schafft. Und vielleicht enden wir dann wieder mit einem Parlament, wo keine klare Mehrheiten sind. Also wieder so eine Pattsituation, wie wir jetzt haben. Das heißt, ich habe mit großem Interesse zugehört, was einige Politiker, ehemaligen Politiker gesagt haben in den letzten Tagen. Ja. Zum Beispiel John Major, ehemaliger Premierminister, der am Wochenende sagte, eine Unterhauswahl löst nichts. Sondern es braucht so eine Übergangsregierung. Ja, also ich denke, wir müssen jetzt morgen abwarten, ganz wichtige Kabinettssitzung, und dann Mittwoch. Wir schauen, was wieder im Unterhaus passiert, ob es dort vielleicht noch einen neuen Kompromiss gibt. Aber es sieht hier aus, Thomas Gutschke, als wenn sich eben dieser harte Kern, der dann letztendlich ja auch im Moment gerade diese Stimmentscheidung so herführt, als wenn sich da gar nichts tut. Ja, es gibt also den drei harten, fehlen noch. Es aber gibt den harten Kern auf beiden Seiten. Ja, eben. Wir haben jetzt inzwischen die genauen Abstimmungsresultate und können also sagen, wie setzen sich die Nein- und die Ja-Stimmen zusammen. Und das ist sehr interessant. Zollunion, 3 Stimmen fehlen. 5 Liberaldemokraten, also die europafreundlichsten im Parlament, haben dagegen gestimmt. Wenn von denen 2 dafür gestimmt hätten, wäre das durchgegangen. Warum haben die das gemacht? Das müssen die natürlich selbst erklären. Aber mutmaßlich deshalb, weil die Liberaldemokraten einfach nur ein Referendum wollen, um in der Europäischen Union zu bleiben. Und die wollten verhindern, dass sie jetzt einer Option einen Vorteil verschaffen und am Ende das Referendum unter den Tisch fällt. Mhm. Ja, also eine taktische Entscheidung, die Mehrheit gekostet hat. Die zweite Option, Norwegen Plus, da fehlen 21 Stimmen. Und wir sehen jetzt, 25 Labour-Leute haben dagegen gestimmt. Wenn von den 25, also 21, das heißt 11 Stimmen hätten gereicht, 11 auf die andere Seite gegangen wären von Labour, Mehrheit. Das heißt, es gibt eine Mehrheit ohne die Konservativen. Also es bewegt sich was, aber warum? Aber warum bewegt sich denn nichts? Also so, jetzt haben wir noch 11 Tage, bis das letztendlich sozusagen das Fallbeil fällt. Es gibt immer noch eine ganze Masse von Abgeordneten, die noch warten und pokern und denken, sie können noch ihre Lieblingsvorstellung durchsetzen. Und okay, sie sind noch also nicht, sie sind noch nicht bereit zu diesem finalen Kompromiss, wo es dann danach nicht mehr geht. Aber wir reden immer von dem 12. April, das sozusagen das Datum ist. Eigentlich ist es der 10. April, ne, Thomas? Ja, Gutschke. Denn am 10. April treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel. Sie haben die britische Premierministerin dazu geladen und die soll dann sagen, wie geht's weiter? Denn die Staats- und Regierungschefs müssen dann entscheiden,
gibt es eine Verlängerung. Mhm. Was beantragt erstmal Frau May? Und dann müssen Sie selbst sagen, welchen Weg Sie gehen wollen. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, dann wird es am 9. auch noch mal eine Parlamentsabstimmung im Unterhaus geben. Wir lachen jetzt so ein bisschen, aber es ist eine sehr dramatische Situation. Thomas Gutschke, Graham Lucas, vielen Dank für heute Abend, ja, für die Analyse. Und wir bleiben weiter in Kontakt. Sehr gerne.